Ralf, es war sehr knapp heute. Es gab einen Ausgleich, es gab Verlängerungen, knappe Entscheidung, bitter. Ja, ist sehr bitter. Wenn man so in so einem Spiel, wo es um alles geht, durch zwei Standardtore verliert, ist natürlich bitter. Wir wussten das ähnlich wie Eschelbronn, dass die Pflege bei Standards sehr gut ist. Wollten es auch verteidigen, ist uns leider nicht gelungen. Letztendlich muss ich sagen, glaube ich, waren wir über die 120 Minuten das bessere Team. Nur im Abschluss war Pflegen heute ja, ein Tick glücklicher oder vielleicht auch ein Tick besser wie wir. Ich habe euch vor allem in der zweiten Halbzeit besser gesehen. Hat man dann in der Nachspielzeit Tribut zollen müssen für die Leistung, die man dann in der zweiten Halbzeit gebracht hat? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, also die Mannschaft war fit. Die war auch jetzt in der Verlängerung fit. Nur was halt dann so, wir waren felsenfest davon überzeugt, dass wir das Spiel in der Verlängerung gewinnen können. Ja, und wenn man dann praktisch mit dem Halbzeitpfiff in der Verlängerung so einen Genickschlag bekommt durch die Standardsituation, ja, dann wird es natürlich schwer, eine Mannschaft wieder aufzurechnen oder die Mannschaft wieder. Aber sie hat trotzdem alles gegeben, muss man sagen. Und ja, wir sind natürlich alle traurig. Und ja, müssen wir halt nächstes Jahr einen neuen Anlauf nehmen. Wie baut man da die Mannschaft wieder auf? Tja, jetzt im Moment ist es, glaube ich, recht schwierig. Ich glaube, im Moment hat jeder Spieler am Boden und die Verantwortlichen auch sind natürlich enttäuscht, ja, weil wir eine fantastische Saison gespielt haben. Das ganze Team, die ganze Mannschaft, der ganze Verein. Und ja, jetzt gilt es vielleicht in der Sommerpause wieder Kraft zu tanken, ja, die Akkus aufzuladen und dann eben im Juli dann einen neuen Anlauf zu nehmen. Und ja, wir werden trotzdem heute Abend trotzdem noch, glaube ich, ein wenig feiern. Ja, vielleicht nicht ganz so kräftig wie die Pfleger, aber trotzdem, die Mannschaft hat sich das verdient. Und ja, ich bin stolz, so wie auch letzte Woche schon auf das Team, auf die Mannschaft. Und ja, es geht weiter. Wie wird es weitergehen? Du hast ja gesagt, ihr wollt nächste Saison wieder angreifen. Ja, diese Saison war es etwas überraschend für uns. Ja. Wir wollten eigentlich, nachdem wir vor der Runde viele Abgänge hatten, wollten wir uns eigentlich ja, ein bisschen konsolidieren, ein bisschen schauen, wohin der Weg geht mit vielen jungen Spielern. Das ist uns sehr gut gelungen und jetzt in der nächsten Saison ja, werden wir den Weg weitergehen. Uns schmerzt natürlich sehr, dass einige Spieler uns verlassen, wie die zwei Forcher-Brüder, der Can und natürlich unser Kapitän Kim Harz. Das schmerzt uns natürlich sehr, aber wir müssen es trotzdem nächstes Jahr wieder versuchen. Ja, wir werden alles dafür tun und ich bin optimistisch, dass die neue Mannschaft auch das Zeug dazu hat, wieder oben mitzuspielen. Ralf, ich danke dir vielmals für das Interview. Viel Erfolg und ja, es wird schon. Vielen Dank.